Heute zeigen wir euch, wie man eine Ingwer schält und nachher richtig reibt. Zunächst nehmt ihr einen Löffel und einen Ingwer und geht mit dem Löffel über die Ingwer. So könnt ihr ganz leicht die Schale entfernen. Ihr entfernt damit auch nur die Schale und geht nicht an das Fleisch der Ingwer dran. So, wenn ihr eine ganze Seite von der Schale befreit habt, könnt ihr die Reibe zur Hilfe nehmen. Genau, wir machen zunächst die Schale vom Teller nochmal runter. Nehmen jetzt die Reibe zur Hilfe und gehen mit der Seite, wo wir die Schale entfernt haben, über die Reibe drüber. Ja, also so schält man eine Ingwer. Da seht ihr das Fruchtfleisch der Ingwer. So wird eine Ingwer geschält.